Hallo liebe Community, da bin ich wieder mit einem weiteren Video und ich hoffe mit einem nützlichen Video. Heute geht es um das Thema Kameraslider. Und ihr werdet euch jetzt fragen, ja, was soll das? Braucht man das überhaupt? Wozu ist das gut? Ist ja nur eine sinnlose technische Spielerei. Als ich Frosty davon erzählte, war er äußerst skeptisch und sagt, Krömer, du gibst immer so viel Kohle für so einen sinnlosen Scheiß aus. Und das war halt auch lange meine Angst. So nach dem Motto, brauche ich sowas überhaupt? Ist sowas überhaupt nützlich? Jetzt habe ich für mich festgestellt, dass es zweierlei Anwendungsmöglichkeiten für mich für so einen Kameraslider gibt. Einmal, wenn ich irgendwelche Produkte auspacke oder unboxe, mit so einer schönen Kamerafahrt sieht das Ganze gleich viel dynamischer aus. Wenn ihr euch an das Elimania-Video von letzter Woche erinnert, diese Kamerafahrt irgendwie über diese Pakete und über die Elimania-Boxen, das hat schon eine besondere Dynamik. Der zweite Anwendungsbereich ist natürlich mein Schulvideo, ja. Also gerade irgendwie, wenn irgendwelche Schüler irgendwas Schönes machen, keine Ahnung, Touren oder Skateboard fahren oder Basketball spielen oder Sport machen generell, ist so eine Kamera bzw. so ein Kameraslider halt schon eine besondere Sache. Es gibt dem ganzen Bild eine unglaubliche Dynamik, ja. Jetzt werdet ihr sagen, ja Krömer, wonach hast du denn das entschieden, was für einen Slider du dir kaufst oder was du dir generell für ein Setup kaufst? Und da muss ich euch sagen, ich hab davon nicht so viel Ahnung, ja. Aber das Gute ist, ich habe eine sehr, sehr, sehr kompetente Community in diesem Bereich, die mich da sehr kompetent beraten hat. Und der Ei, also Englisch Auge, der ist in dem Bereich ein Experte und der berät mich immer wieder irgendwie mit was für Objekten, Objektiven und was weiß ich was. Und der hat mir folgendes Setup vorgeschlagen. Also, natürlich den Slider allen vorweg. Das ist ein No-Name-Slider, also eine relativ unbekannte Marke. Das Ding ist 1,20 Meter lang. Das heißt, man kann quasi eine Kamerafahrt von 1,20 Meter machen. Das klingt erstmal sehr, sehr wenig. Aber das ist dann in dieser Dynamik relativ viel. Ja? Weil man kann ja die Kamera auch noch drehen. Das heißt, man hat A, die Möglichkeit, die Kamera zur Seite zu drehen und B, diese Fahrt zu machen. Das wirkt dann halt wirklich wie eine Bewegung, wie eine flüssige Bewegung in dem Video. Das Ding kostet momentan 99 Euro, bei Amazon letzte Woche noch 140, jetzt 99, ist also relativ günstig. Die zweite Frage ist natürlich, benutze ich ein oder zwei Stative für das Ganze? Ich habe mich für zwei entschieden, auch auf Empfehlung vom guten alten Ei. Man kann eins nehmen, ne, da muss man natürlich ein bisschen mehr Geld ausgeben für ein teures Stativ, damit der diese 1,20 überhaupt halten kann. Ich habe mich für zwei eher simple Stative von Amazon entschieden. Die sind auch relativ günstig, um die 40 Euro kosten die. Und ja, mit zwei ist das Ganze halt sehr viel stabiler, da kann man auch mal irgendwie schnell eine schnelle Fahrt machen, ohne dass das alles wackelt und so weiter. Das dritte, was ich mir geholt habe, beziehungsweise das vierte mittlerweile, ist, oder den dritten Posten, den ich mir geholt habe, ist dieser Fluidkopf. Den schraubt man einfach auf den Slider drauf und hat dadurch natürlich einen Griff und kann das Ding nach oben und unten drehen und natürlich nach rechts und links, was das Ganze noch sehr viel mobiler macht. Also das sind also quasi meine drei Posten. Ja? Der Slider, die Stative und der Fluidkopf. So. Ich habe das natürlich alles in den YouTube-Comments bzw. in der YouTube-Beschreibung verlinkt. So, und zusammengebaut sieht die ganze Sache dann so aus. Ja? Es ist relativ stabil, man sieht das. Man hat viele verschiedene Möglichkeiten, das Ding hin und her zu fahren. Es ist auch relativ leicht zu bedienen. Ihr seht das, ich bediene das hier mit meinem kleinen Finger. Also das flutscht schon relativ easy durch die Gegend. Der gute alte Mpox, den ich sehr, sehr schätze und der unglaublich gute Technik-Reviews macht, hat bei mir in die Comments geschrieben, dass er sagt, diese normalen Slider, die auf so einer Schiene sind, sind der Shit, also der negative Shit, hol dir Edelkrone-Slider und so weiter. Edelkrone ist eigentlich so der Marktführer in dem Bereich. Das ist dann mit Motor und Kugel gelagert und was und so weiter. Natürlich sind die mega geil, aber die kosten halt auch unglaublich viel. Und da muss jeder für sich selber entscheiden, ob für seine Zwecke das das Richtige ist. Ne? Also ich setze, wie gesagt, den Slider für Schulvideo ein. Ich setze den irgendwie für meine Unboxings ein, um die Produkte vorzustellen vielleicht oder zu zeigen, was für geile Karten ich gerade ausgepackt habe. Aber für mehr auch nicht. Ja, und diese Edelkrone-Slider, die fangen ab, keine Ahnung, 400 Euro an. Das ist dann aber wirklich irgendwie ein halber Meter. So, ja.
Und wenn du so einen richtig 1,20 Slider haben willst mit Kugellager und Motor und kann sich drehen und so weiter, bist du ganz schnell mal bei 2000 Euro. Und das lohnt sich einfach nicht für so jemanden so wie mich, der versucht zwar seine Videos aufzuwerten, aber jetzt irgendwie keinen großen Hollywood-Anspruch an der ganzen Sache hat. Zum Abschluss, liebe Community, möchte ich euch gerne noch was Besonderes zeigen. Ich habe einfach mal gedacht, ich muss euch mal so einen Slider in der Praxis präsentieren. Darum habe ich meinen Nachbarn, den Simon, einfach mal gefragt, ob er auf sein Longboard steigt und für mich ein paar Runden dreht. Und ich habe das Ganze gefilmt. Einmal irgendwie statisch, das heißt nur auf dem Stativ, einmal irgendwie mit Stativ gedreht und dann mit dem Slider. Und das möchte ich euch jetzt zum Abschluss präsentieren, wie das aussieht. So, das hier ist eine Kamera, die einfach nur in eine Richtung guckt, auf dem Stativ steht. Die zweite Aufnahme ist eine Kamera, die auf einem Stativ steht und die ich mitdrehe. So, und jetzt kommt der Kameraslider. Und da habe ich auch gleich irgendwie ein bisschen mit Geschwindigkeiten gespielt, sieht man hier. Und das Ding bewegt sich halt schön mit. Ich habe die ganze Zeit den Simon im Blick. Ja. Und hier die zweite, eine zweite Aufnahme, da spiele ich mit mehreren verschiedenen Geschwindigkeiten. Auch sehr schön. Was guckst du? Ja, und jetzt habt ihr gesehen, das hat eine ganz besondere Dynamik, ne, mit dem Slider. Ja, das wirkt sehr viel beweglicher, sehr viel mobiler. Natürlich werden die Experten aufschreien und sagen, ja, aber das ist doch zu ruckelig und zu zappelig, zu viel Bewegung und so weiter. Man kann das, glaube ich, noch verbessern. Ja? Also ich habe das jetzt einfach mal aufgebaut, die Kamera drauf gedreht und angefangen. Also muss einfach mal ein Profi, der irgendwie da noch mit Schärfen spielt und so weiter, ne, dass also quasi eher aus der Unschärfe in die Schärfe reinfährt und so weiter. Und auch meine Einstellung an meiner Spiegelreflexkamera hätte man noch ein bisschen smoother wählen können, dass die Bewegungen etwas, also weniger abrupt sind, sondern weicher. Das werde ich dann für mein Schulvideo alles natürlich machen. Das war jetzt einfach nur mal so in Praxis. Das war also jetzt nicht wirklich ausgefeilt, das Ganze. Einfach nur, damit ihr das immer seht, wo der Unterschied ist von der Mobilität her. Ansonsten, ihr Lieben, müsst ihr selber entscheiden, ob das Richtige für euch ist. Wahrscheinlich gibt es da auch viele von euch da draußen, die so wie ich immer auf der Suche sind nach Perfektion und immer irgendwie ihre Videos noch verbessern wollen oder einfach sinnlos Geld für irgendeinen Bullshit rauswerfen. Das mache ich auch immer ganz gerne. Macht ja auch Spaß, ne? Also immer solche neuen Sachen ausprobieren und zu versuchen, seine Videos zu verbessern. Und keine Ahnung, das, was man jetzt dafür ausgegeben hat, das ist jetzt, ist ungefähr das, was ich ausgegeben habe für das, was ich für meinen Kicker aus dem Studio, den ich jetzt verkauft habe, bekommen habe. Von daher plus minus null. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich werde jetzt ich habe ja so eine Schulvideo-AG jetzt in meiner Schule, innerhalb meiner Lehrertätigkeit. Und da werde ich diesen Slider jetzt auch nochmal auf Herz und Nieren prüfen und viele, viele Szenen aus dem Schulalltag filmen, für mein Schulvideo natürlich. Das heißt, ihr werdet das dann früher oder später, spätestens im nächsten Jahr, wenn das nächste Schulvideo rauskommt, dann im Einsatz sehen. Ich bin mal gespannt, ob sich der Slider noch für mich rechnet, also wo ich dann wirklich das Gefühl habe, es hat sich mega gelohnt, dass ich mir das Ding angeschafft habe. Ne? Im Oktober kommen die neuen Match-Attack-Sachen und dann werde ich immer, wenn ich tolle Karten habe, mit dem Slider so ganz langsam an diesen neuen Karten vorbeifahren. Mal gucken, ob es sich lohnt. Das war ein kleiner Einblick, ein kleiner Blick auf meinen neuen Kameraslider. Ich stelle sowas euch immer ganz gerne vor. Vielleicht habt ihr Bock, es mal selber zu ausprobieren. Und wenn nicht und ihr sagt, Krömer, das ist sinnlose technische Spielereien, das braucht kein Mensch, ist es auch okay für mich. Dann habe ich ja auch meinen Zweck erfüllt, weil dann habe ich euch davon überzeugt, dass es vielleicht nicht das Richtige für euch ist. Ich bin euer Stevenio. Nächste Woche kommt wahrscheinlich ein cooler neuer Vlog. Da werde ich Spare Ribs machen mit meinem geilen neuen Grill. Habe ich gebraucht gekauft für einen Huni. Schnäppchen! Bis nächste Woche. Ich bin euer Stevenio. Habt ein schönes Wochenende. Genießt das schöne Wetter und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. It's all about the bumps in your heart.